Herzlich willkommen bei Harles liest. Heute wird sozusagen literarisch-psychologisch, denn es geht um einen Autor, dessen Namen sogar Eingang gefunden hat in die Psychoanalyse. Es geht um Leopold von Sacher-Masoch und nach ihm wurde der Masochismus benannt. Geboren wurde er in Lemberg im damaligen Altösterreich und im 19. Jahrhundert, zu seiner Zeit, war ein sehr populärer und vielgelesener Schriftsteller und er wurde geschätzt wegen seiner spannenden und folkloristischen Geschichten, die er geschrieben hat. Und was hat das mit dem Masochismus zu tun? Ja, ein Werk, ein skandalumwittertes Werk, das wirkt bis heute nach, nämlich die Venus im Pelz. Und dem thematisiert er Gewalt- und Unterwerfungsfantasien. Einen Vorläufer dazu, sozusagen eine Fingerübung, möchte ich heute lesen. Es handelt sich um die Novelle Lola. Leopold von Sacher-Masoch, Lola. Es gibt einen weiblichen Typus, welcher mich seit meiner Jugend her unaufhörlich in Anspruch genommen hat. Es ist dies das Weib mit den Sphinxaugen, welches grausam durch die Lust und lüstern durch die Grausamkeit wird. Das Weib mit dem Tigerkörper, welches von dem Manne angebetet wird, obwohl es ihn quält und erniedrigt. Dieses Weib ist immer dasselbe, sei es im biblischen Kleide, wenn es das Lager des Holofernes teilt, sei es unter dem funkelnden Panzer der böhmischen Amazone, die ihren Verführer aufs Rad flechten lässt, oder sei es, dass es, geschmückt mit dem Hermelinpelz der Sultanin, ihre Liebhaber in den Wellen des Bosporus verschwinden lässt. Als sie mir das erste Mal erschien, dachte ich, sie würde eine sehr angenehme Gefährtin sein. Ihr Vater war höherer Offizier in Lemberg und ein Freund meiner Familie. Wir waren beide noch Kinder, als sie mir den ersten Schrecken verursachte. Es war im Garten, wo wir uns ein kleines grünes Häuschen aus verschlungenen Zweigen erbaut hatten. Sie hatte mich soeben verlassen, um sich einige Schritte weiter auf eine Bank niederzulassen, wo sie in tiefe Träumereien versenkt war. Ich näherte mich ihr ganz leise, ohne dass sie meine Annäherung bemerken konnte. Ich wollte sie überfallen, in meine Arme drücken und ihr einen Kuss geben, denn ich war verliebt in sie, das heißt, wie eben ein Junge von 10 Jahren in ein kaum 2 Jahre älteres Mädchen verliebt sein kann. Da sah ich, wie sie einem Halbdutzend noch lebender Fliegen die Flügel abriss und deren konvulsivische Zuckungen aufmerksam beobachtete. Sie hatte einen Blick, welcher mich schaudern machte. Dieser Blick hatte etwas Unbeschreibliches. Es war wie ein wollüstiger Schmerz und eine teuflische Freude und ein lachender Schrecken zugleich, wer weiß es. Ich fand diese Handlung abscheulich und dennoch faszinierte mich Lola. Ich hasste sie in diesem Augenblick und zu gleicher Zeit fesselte sie alle meine Sinne. Ich war immer noch ein Kind, als sie schon eine große und schöne Jungfrau war. Demnach behandelte sie mich stets wie ein Kind. Sie ging so weit, mich zum Mitwisser ihrer kleinen Romane, ihrer Passionen und sogar ihrer Laster zu machen. Sie liebte Pelzwerk leidenschaftlich und hatte ein fieberhaftes Bedürfnis zu quälen. Die Grausamkeit war ihr angeboren, wie bei anderen der Hang zum Putze oder romantischen Abenteuern. Ich sah sie beinahe nie anders als mit einer pelzgefütterten, geschmückten Kasabaika. Eines Tages, als wir vom Spaziergange zurückgekehrt waren, entledigte sich ihres Mantels und zog ihr Korsett aus. Noch einmal, ich war eben weiter nichts als ein Kind und sie brauchte sich vor mir nicht zu genieren. Sie befahl mir, beim Anziehen ihrer Kasabaika behilflich zu sein. Während sie sich mit nackten Armen, welche sie danach über ihre herrlichen Brüste kreuzte, in den weichen Pelz gleiten ließ, durchlief ein wollüstiger Schauer ihren ganzen Körper. Als ich einen Kuss auf den Nacken drückte, warf sie mir einen unbeschreiblichen Blick zu, einen Blick, den ich sofort wiedererkannte. Es war derselbe, den ich bei ihr einst, als sie die armen Fliegen peinigte, wahrgenommen hatte. Wenn ich mit meinem Pelze umhüllt bin, deucht mir, dass ich eine große Katze wäre, sagte sie mir eines Tages,
und eine diabolische Lust ergreift mich, mit einer Maus zu spielen, aber es müsste eine große Maus sein. Dabei hatten ihre Augen in der Finsternis einen phosphoreszierenden Glanz angenommen und ihre Haare gaben ein elektrisches Knistern von sich, wenn man sie zu streicheln, zu glätten anfing. Wenn diese feine Taille sich mit seidenweicher Haut umgab, das mollige Pelzzeug ihre Brüste und Hüften liebreichst umkoste, so hatte Lola für mich einen unsagbaren Reiz. Sie strahlte dann den Geruch eines wilden Tieres, vermengt mit jenem der blutigsten Wollust aus. Sie gefiel sich in Situationen, die es ihr ermöglichten, Sklaven zu martern, Männer zu unterjochen und zu peinigen. Nach einer Vorstellung von Essex in der Oper sagte sie mir, ich würde gerne 10 Jahre meines Lebens hingeben, wenn ich ein Todesurteil unterschreiben und bei der Exekution anwesend sein könnte. Die Stadt Graz, an dem schönen Fluss der Mur gelegen, die ein Witzwort des Königs von Holland, Vater Napoleons III., die Stadt der Grazien an den Ufern der Liebe, la vie de Grâce sur le bord de la Mur benannt hatte, ist der Zufluchtsort aller pensionierten Offiziere und Funktionäre Österreichs. Dort war es, wo sich eines Tages mein Vater und Lolas Papa, der General geworden war, wiederfanden. Hier fand ich auch nach einer großen Zahl von Jahren das schöne und seltsame Mädchen wieder. Sie war größer und stärker geworden, während ihr Charakter der gleiche geblieben war. Sie trug stets eine pelzverbrämte Kasabaika bei sich und über ihrer Ottomane war eine Peitsche befestigt. »Sind Sie noch so grausam wie früher?« frug ich sie. »Wollen Sie eine Probe machen?« antwortete sie lachend. »So brauchen Sie sich nur von mir hinreißen zu lassen.« Ich hütete mich wohl und trachtete, ihr nicht allzu oft zu begegnen. Eines Morgens im Winter fuhr sie ganz allein in einem offenen Schlitten vorüber, als sie mich erkannte, ließ den Kutscher halten und rief mich. Sie hob ihren Schleier auf. Sie war bleich und ihre Augen hatten ein entsetzliches Feuer. »Wissen Sie, von wo ich komme?« fragte sie mich. »Es würde mir schwer sein, es zu erraten.« »Gut. Ich komme von der Hinrichtung des Mörders Baron Jomenis, der ich beigewohnt.« »Lola, Sie scherzen!« rief ich. »Nein, wirklich, ich war dort. Ich fühle noch in meinen gesammelten Nerven die mystischen Wonnen dieses Schauspiels.« Während sie dies sagte, kam ein Schütteln wie bei Frost über sie und sie presste den großen Pelz enger an sich. »Und haben Sie nicht ein wenig Mitleid empfunden?« »Ich habe bloß etwas bedauert. Dies wäre, dass ich nicht das Recht habe, ihn zu begnadigen.« »Nun, und hätten Sie ihm Gnade angedeihen lassen?« »Oh nein, wahrhaftig nicht. Aber ich hätte mir gedacht, dass er auf meinen Befehl sterben müsse und würde eine viel größere Lust gefühlt haben.« »Lola«, schrie ich, »Sie sind verrückt!« »Keineswegs, mein Freund. Wenn ich sähe, dass meine Passionen mich den Männern verhasst machen, würde ich sie verbergen. Aber ich weiß, dass ich, selbe offen und freimütig kundgebend, die Männer viel mächtiger fessle als die anderen Frauen mit ihrem sentimentalen Augenaufschlag. Eine Frau, welche den Mann peinigt, wird immer angebetet werden. Der Pelz ist ein Aufregungsmittel hierzu.« Was den Pelz angeht, hatte Lola recht. In diesem Augenblick erschien sie mir in dem schweren, wohligen Mantel, welcher sie umhüllte, wie ein schönes, wildes Tier. Und unwillkürlich streichelte ich ihren Pelz, als wenn er die warme Haut einer schönen Tigerin gewesen wäre. Einige Monate später hörte ich, dass Lola an einen Ulanenmajor verheiratet und mit ihrem Gatten nach Ungarn, wo sein Regiment in einige Dörfer und Städtchen verteilt lag, abgereist war. Das junge Paar bewohnte das Schloss des Fürsten Batagny, welcher der Besitzer ihnen liebreichst zur Benutzung überlassen hatte. Es war wieder Winter und Lola langweilte sich zum Sterben. Da sandte ihr das Schicksal ein fatales Spielzeug. Eines Abends hörte Lola im Kreise der Offiziere erzählen, dass ein junger Pole,
welcher sich in die Politik gemischt hatte, wie das in Österreich öfters vorzukommen pflegt, als einfacher Soldat in das Regiment ihres Gatten gesteckt worden sei. Sie erbat sich den jungen Mann zur persönlichen Dienstleistung. Zu welchem Zweck, frug sie ihre Gatte, wenn es geschieht, sein Schicksal zu erleichtern, so ist es von dir nichts als eine romantische Laune. Ein Verräter verdient kein Mitleid. Eben deswegen, sagte Lola ruhig, ich will ihn selbst für seinen Verrat bestrafen. Sie brachte es zustande, ihrer Laune Geltung zu verschaffen. Der Pole wurde dem Schlosse auf Befehl Lolas als Diener zugeteilt. Nun langweilte sie sich nicht mehr. Es war für sie ein teuflisches Vergnügen, den jungen Mann, welcher aus guter Familie stammte, zu demütigen, zu quälen und zu peinigen. Und dies alles ließ der Unglückliche über sich ergehen. Es schien sogar, als ob er die Qualen, welche seine Herrin an ihm vollzog, mit einer gewissen Bereitwilligkeit auf sich nahm. Lola bemerkte dies. Eines Tages kehrte sie von einem Spazierritte heim. Nachdem sie ihre Kasabaika ausgezogen hatte, befahl sie dem jungen Polen, ihr die Stiefel auszuziehen und ihre kleinen Seidenpantoffeln anzulegen. Indem der Unglückliche der Versuchung nicht widerstehen kann, den eleganten kleinen Fuß seiner Herrin an seine Lippen zu drücken. Sie aber stieß ihn heftig zurück, ließ ihn in den Hof bringen und sah mit dem Ausdruck einer grausamen Freude von ihrem Fenster aus der Bastonade zu, die er auf ihren Befehl aufgemessen bekam. Von diesem Augenblick war das Schicksal dieser zwei Geschöpfe entschieden. Einige Tage später verließ der Major seine Gattin, um eine kleine Inspektionsreise vorzunehmen. Als er zurückkehrte, fand er die Türe des Schlafzimmers geschlossen. Nach Sprengung der Türe gewährte er den Polen in Lolas Armen. Beide aber waren tot. Einige Zeilen von der Hand des unglückseligen jungen Mannes gaben die nötige Aufklärung. Er hatte Lola geliebt und ihr, um sich für die grausame Behandlung zu rächen, erst Gewalt angetan und sie dann ermordet und sich getötet. So endete dieses grausame Weib. Seitdem habe ich oftmals Frauen dieses Typus wiedergesehen. Die meisten Charakterzüge dieses grausamen Typus mit dem der Zauber, welche sie auf den Mann ausüben, scheinen mir nichts anderes zu sein als die Kundgebungen von Atavismus. Die Natur hat ihre Wesen erschaffen, ihnen die Erinnerungen der primitivsten Zeiten zurückgelassen. Überall in der Natur verteidigt sich das Weibchen zuerst gegen die Liebkosungen des Mannes. Ohne Zweifel war der Mensch seit langem denselben Naturgesetzen unterworfen. Jede Eroberung war demnach ein Ringen vorangegangen. Deswegen wird wohl das Weib noch heute instinktmäßig dazu getrieben, den Mann zu quälen. Und deswegen auch rufen diese schlechten Behandlungen des Mannes von Seiten des Weibes bei ersterem die Illusion der Weiblichkeit hervor. Und so ist es jedes Mal. Der Pelz erinnert auch an die Vorzeiten, wo die Menschen zottig waren und ruft die Empfindung einer wilden, bestialischen Kraft hervor, welche den schwachen, modernen Mann völlig berauscht. Die Verwandtschaft zwischen Grausamkeit und Wollust ist daher wohl ein atavistischer Zug. Die Bienen töten ihre Männchen nach der Begattung. Ebenso erzählt uns die Legende, dass die skythischen Amazonen die Männer wie Sklaven behandelten und sie nach dem Beischlafe töteten. Ein anderes Beispiel. Es gibt Tiere, welche krepieren, indem sie sich vermehren. Ebenso berühren sich beim Menschen im Augenblicke des Liebesdeliriums die zwei Pole, der Tod und das Leben. Wie oft stammeln die Liebenden in ihrer Verzückung ihres Glücks. Jetzt sterben. Jede Woche eine neue Geschichte. Jede Woche eine neue Welt. Ich hoffe, Sie sind dabei.